Oh, Speicherpunkt. So, sprechen wir mal. Es tut mir leid, aber im Moment ist alles belegt. Aber komm doch bald wieder, ja? Ah. Vielleicht sollten wir ein bisschen hier mal uns umhorchen hier. Das waren Adellieferungen. Das war das erste Mal, dass ich beim Fest der Heiligen Klinge war. Das ist ja ganz schön was los. Da ist ja schon was ganz los. Ach, dieses Fest. Stimmt ja. Oder der orange... Ach, Miklo ist der orangene Punkt. Ach. Glaube ich zumindest. Was haben die so zu sagen? Meine Freunde, könntest du mir etwas Bares leihen? Ah, unwichtig. Ich will wissen, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht zum Heiligentum? Wo muss ich jetzt da hin? Bin schon in der richtigen Richtung. Hoch. Sure is lively around here. So many people. Don't let your guard down. A crowd just means more Hellions lurking about, drawn to people's corrupted hearts. Hier leben auch Hellions. Sehr interessant. Alter Mann, mit dir kann ich nicht mehr reden. Wo geht's denn dahin? Warte mal. Hattelingviertel. Vielleicht werden wir hier fündig. Oh, ein Stern. Wo ist er? Da unten. Was haben wir da unten? Eine Dungeon. Gehen wir mal zum Stern hin. Alter, was für Berge, ne? Das sieht schon richtig... Das sieht schon geil aus. Here they are. Snack zubereiten, Butterplätzchen. That dog. What's gotten into it? Der Hund. He's here. No mistake, that's the Fox Man. After him! Alter, das ist wieder dieser Fuchsmann. So Alicia really is the Fox Man's target. Looks like it. He probably retreated for now because of the commotion. Alter Falter. Verarschen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Habt ihr ihn gesehen? Nein, ihr habt ihn nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Ich kann mit denen gar nicht reden, okay. Yeah, Fuchs. Auch nicht. Da ist eine Pflanze. Wenn er jetzt nicht hier ist, dann muss er wohl in einem anderen Viertel sein. Safran. Zentraler Distrikt. Who would have thought that he would be this fast? The dog's still chasing him. We can't let him get away. Wir laufen mal den Hund hinterher. Er hat vielleicht die Fährte aufgenommen. Oh, dieser Fuchsmann wieder. Der hat Ähnlichkeiten wie ein Vampir. Oh, ein Monolith. Ich habe mich ja gar nicht gesehen. Is that a monolith? Ja, das ist ein Monolith. Fortgeschrittene Techniken. Du solltest darauf achten, dass dein SK-Level immer hoch, schön hoch bleibt, außer dann, wenn es nicht angebracht ist. Wenn du glaubst, einen Feind besiegen zu können, solltest du beim Angriff alles geben. Wenn der Feind jedoch häufig angreift, musst du mehr abwehren. So erhältst du wiederum mehr Chancen, deine SK wiederherzustellen. Es gibt keine universelle Taktik, sei bei den Experimenten anpassungsfähig und flexibel. Ist er hier runtergelaufen? Ah, it's safe. Looks like he cornered it. Are you ready? Of course.
Your chicken hunting days are over, Fox. So, you're really that eager to die, are you? Flammenschuss. Immer noch unbekannt. Der hat immer noch keinen... Immer keinen Namen. Okay, dann greifen wir ihn nochmal an. Zack. Okay. Diesmal hat er mehr Life. Ich weiß nicht, der hat immer noch Ähnlichkeit mit einem Vampir. Weil sie nennen ihn Fuchsmann. Falsche Taste immer. So. Zack. Tigerklinge. So, jetzt. Bisschen Himmelstrom spammen. Zack, komm. Geh down. Oh, warte. Und jetzt geht's los hier. Na, komm. Zack. Na, jetzt. Komm, wir nicht. Ich sterb gleich. Ich will nicht sterben. Auch nicht. Okay, jetzt. Hauen wir ihn mit Tigerklinger weg. Ah, immer noch. So, jetzt haben wir. Dang, he's a lot stronger than I remember. When we fought him back in Elysia, he must have been weakened by Gramps' blessing. I'll burn you to cinders! Take that! Mikleo! Oh, I'm going to enjoy this. A fitting end for worms who dare to wriggle at a god! No, I swear, I wasn't... Quiet. Who are you? We won't warn you again. Be silent. Have you forgotten our code, Lunar? You're all out of second chances. Understood? Go. The assassination order was a mistake. Princess Alicia will no longer be our target. You expect me to believe that? We have our honor. Stay. The princess's enemies are legion. For those who wish to remove her, assassination is but one option among many. You have bigger worries than who we are or what we do. I suggest you hurry to the pedestal where the sacred blade is kept. Why are you telling me this? Honor. So, I guess I should be thanking you for saving us. Hey, are you all right? What in the world? Looks like we were saved by an assassin's guild. By a what? They were after Alicia by mistake or something. They took that fox guy away with them. But more than that, it looks like Alicia's not out of danger yet. Looks like? What's going on? Hey, I don't get it any more than you do. Let's just hurry to that pedestal. Eine Assassinen-Gilde auch noch. Levelaufstieg. Was? Mikelo hat neue Arte. Segenkugel erhalten. Kenntnisse zum Titel. Okay. Ist das ein Item? Neu. Da ist Segenkugel. Was? Eine Kugel mit Wesen, Willenskraft schenkt sogar Helion. Das steigert die maximal. Schon wieder so viele Sterne. Da und da. Will ich denn jetzt als erstes finden?
vielleicht sind, führen beide Wege zum Intellektum. Okay, Moment. Wenn das so ist, kann ich doch vorher abspeichern. Ich will nämlich beide Wege sehen. Ja, das Problem ist, ich komme jetzt. Komme ich hier vorbei? Ich will zum Gasthaus. Ich hoffe mal. Ja, ich komme vorbei. Vielleicht sind das zwei verschiedene Wege. Und das möchte ich gerne natürlich euch beide zeigen. Deswegen mache ich jetzt mal einen Sicherheitsspeicher. Hier ist das. So. Neu. Damit ich das bloß nicht vergesse. Kann man jetzt übernachten? Okay, immer noch nicht. Gut, ich würde sagen, wir nehmen den in der Mitte. Und falls sich da was Großartiges ändert, ich denke mal schon, dass beide verschiedene Wege sind. Oder vielleicht ist nur einer davon der Weg. Wir werden uns auf jeden Fall beides anschauen. Gehen wir jetzt erstmal hier hin. We can't go any further. There's gotta be some way. Oder sowas ist das halt. Dass ich hier nicht weiterkomme, dass ich den anderen. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Also es gibt tatsächlich nur einen Weg. Das ist der, nämlich dann der da hinten. Ja. Eine Truhe. Wundervoll. Leeren Ring. Das habe ich nicht gesehen. Neuer leeren Ring. Verteidigungsfähigkeit. Nehmen wir ihn mal. Warum denn nicht? So, einmal hier rum und da rum. Gehen wir halt hier hin. No entry. If you want to check out the festival, go out front. What gives? You're letting him through. Well, that's because I'm festival staff. That's right. Authorized personnel only. Everyone else, move along. But it's urgent. Can't you do anything? Afraid not. Tja. Das war's wohl. I've no time for this. You got authorization or not? Oh! Nein. I can't be bothered with you. Now scram. Sehr gut. Do you need a hand? You look like you're in a bind. I bet you want to get at that pedestal now, don't you? Yes. Alicia could be... They don't need to know that. I mean, if you could help me out, it'd really make my day. Sure thing, but we'll need some cash. Cash? Yep. Remember the guard back there? He's not averse to a little grease on his palm, if you know what I mean. We can get you through. How much? Let's see. I think 1,000 gold ought to cover it. Uff. Habe ich überhaupt so viel Geld? Weiß ich gerade nicht. Ein Objekt im Wert von überreichen? Darüber nachdenken. Change your mind? Well, think it over. It's no skin off our butts either way. Ja, ich muss mal eben kurz gucken. 1000 Geld. Ich habe nicht mal
Einen einzigen. Habe ich überhaupt irgendwie einen Wertgegenstand? Wertvoller Handschuh. Bist du vielleicht 1000? Opas Pfeife? Ich probiere einfach mal alles aus. 1000 Geld überreichen. I don't have enough. Well, got any valuables? Something worth money. Okay, Stachelschweinhaut, wertvoller Handschuh, Opas Pfeife, königliches Messer. Also, Opas Pfeife will ich ehrlich gesagt nicht abgeben. Königliches Messer auf gar keinen Fall. Versuchen wir mit der Haut. I can't really see us parting with 1000 gold for something like that. Dann den Handschuh. I can't really see us parting with 1000 gold for something like that. Bitte nicht. Bitte nicht die Pfeife. Ich glaube, die Pfeife ist das. Versuche erstmal das Messer. Obwohl es eigentlich, glaube ich, auch nicht gehen würde. You really okay with this? All right. This is worth 1000 gold and then some. Leave it to us. All right. Let's go. Was this right? You only did what you had to do to warn her. Verdammt, ich habe das Messer aus Hand genommen. Verbraucht königliches Messer. Ich glaube, das wäre egal gewesen, ob ich das Messer oder die Pfeife, ne? Das Messer war ja eigentlich ein Andenken von Alicia und die Pfeife. Ach, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Naja, was soll's. This is the guy. You good? All right then. I'll be taking your sword. Let's have it. Well, that was easy. Well then, we gotta get back to work. Thanks so much!